Das Bellevue Hospital meldet einen 50-prozentigen Anstieg der Patientenzahlen in den letzten 3 Monaten gegenüber dem Vergleichszeitraum des letzten Jahres. Eine beunruhigende Entwicklung, gab Dr. James Cable zu Protokoll. Wir stoßen langsam an die Grenzen unserer Belastbarkeit. Bei vielen Patienten handelt es sich um Obdachlose, die sich dem Zugriff der Polizei entzogen haben. Nur wenige sind mit dem grauen Tod infiziert. Wir verfügen nicht über das erforderliche Personal für die Behandlung derartiger Fälle. Hinzu kommt, dass viele Kliniken die Kranken abweisen. Es ist anzunehmen, dass die derzeitige Welle psychischer Erkrankungen im indirektem Zusammenhang mit der Verbreitung der Designerdroge Zyme steht. Ein Regierungsbeamter, der anonym bleiben möchte, bezeichnet Zyme als Bedrohung für die Öffentlichkeit. Washington arbeitet bereits an einem Gesetz zum Verbot der Droge. Andere Stimmen vermuten chemische Belastungen als Ursache für die Erkrankungen. Seit dem jüngsten Chlorunfall gab es im East River kaum noch Leben. The Man Who Was Thursday von G.K. Chesterton. Zunächst einmal, worum geht es hier wirklich? Was ist dein Ziel? Möchtest du die Regierung stürzen? Ich möchte Gott stürzen, rief Gregory, sein Gesicht glich der Fratze eines Fanatikers. Unser Ziel ist nicht das Ende der Willkür und der Polizeiherrschaft. Das ist das Trachten der Anarchisten und der unbedeutenden Nonkonformisten. Wir graben tiefer und streben nach Höherem. Wir verneinen all diese willkürlichen Werte wie Anstand und Tugend, Ehre und Niedertracht, auf die sich gewöhnliche Rebellen so gerne berufen. Die törichten Narren der französischen Revolution verkündeten die Rechte der Menschen. Wir hassen das Recht und wir hassen das Unrecht. Wir haben Recht und Unrecht abgeschafft. Um rechts und rechts und links, entgegnete Syme mit freudiger Stimme. Ich hoffe, ihr schafft auch das ab. Die Unterscheidung macht mir wirklich zu schaffen. Oh, 50 Credits. Sehr schön. Trying to catch my breath. Yep. Lass mich durch. Danke. Wieso kriege ich jetzt einen Bonus? You saved my life. Ich möchte gerne irgendwie in den zweiten Stock kommen. Aber wie geht das? Dann nochmal hier rüber probieren. Achso, vorher speichern, bevor ich wieder jetzt hier mich auf die Leiter des Todes begebe. Vielleicht kommt man ja mit einem Multitool oder irgendwas da durch. Nee, da ist dicht. Da ist aber sowas von dicht. Gut, dann kann ich auch einfach nur laden. Nee, keine Ahnung, wie man dann hier hochkommen soll. Aber das hier ist dann tatsächlich der zweite Stock und es war ja die weiße Tür. Das ist definitiv diese hier und dann sollte man hier doch eigentlich noch... Nee, die ist auch nicht weiß. Das scheint nur durch das Licht so. Nee, das ist nicht der zweite Stock. Der ist schon noch eine Etage höher. Hier muss es doch irgendwie eine Fluchttreppe oder so geben. Egal. Kann man jetzt nicht ändern. Vielleicht braucht man da die Lockpicks für. Kann ich mit dir noch mal sprechen? I think that's all of them. You got the guys upstairs? Yeah, you can have your hotel back. The hotel? Good. Now we just have to kick these punks out of Manhattan. My brother Paul's heading up the operation. The NSF won't have New York for long. Gut. An der Tür mit dem Nano-Key. Dafür brauche ich Lockpicks, Ossel. You saved my life. I'm gonna wait here till things settle down. Hier brauche ich 2 Lockpicks. Und hier brauche ich 3 Lockpicks. Und ich habe nur einen, von daher brauche ich da gar nicht erst mit anfangen. Was ist das Ding eigentlich hier? Kaputter Saugroboter. Achso, nee. Den Schlüssel. Das könnte ich nochmal testen.
Ist die Frage, muss ich den denn ausgewählt haben? Weil ich habe jetzt auch nicht im Inventar gesehen. It's locked. Thought I was a goner. It's locked. Ne, ich hatte, glaube ich, ein Passwort gekriegt. Oder? Könnte jetzt nochmal eben probieren, wenn ich jetzt hier... Aber da müsste ich ja den Schlüssel für haben. Vielleicht habe ich den auch nicht auf Null. Ah. Dankeschön. Vishnus Fall. Kurzer Überblick über die Indien-Krise. Nach der Bombardierung richtete die indische Regierung mehrere Warnungen an Pakistan, das jegliche Verantwortung von sich wies und ankündigte, auf jede Intervention Indiens mit militärischen Maßnahmen zu reagieren. Aus heutiger Sicht war dies eine fatale Ankündigung. Schon mehrmals hatten die politischen Spannungen zwischen Indien und Pakistan beide Länder an den Rand einer Katastrophe geführt. Daher ist es durchaus verständlich, wenn auch tragisch, dass die deutlichen Zeichen der bevorstehenden Katastrophe von beiden Seiten ignoriert wurden. Wie zwei Kinder, die sich mit Sand bewerfen, schrieb der Historiker Alistair Brooks. Wer rechnet damit, dass sie sich prügeln? Dies war vor einiger Zeit, vor den Kalkutta-I6-Verfahren Pakistans. Beide Länder gerieten in einen Strudel politischer Unruhen, die schließlich zu einer atomaren Auseinandersetzung führten. Ah, einen Tipp: Solltest du Hilfe brauchen, wirf einen Blick auf das Bild an der Wand und zähle von 1 bis 4. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Werfe einen Blick auf die Wand und zähle von 1 bis 4. Wirf einen Blick auf das Bild einer Fanzele von 1 bis 4. Das habe ich gemacht, aber das ist es nicht. Das wäre zu einfach. 1, 4. Zähle von 1 bis 4. Okay. Und jetzt? Ja, rückwärts war richtig. Ah, ui. Ui. Ui, 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 ui. Ist ja Wahnsinn. Krass. Was? Ich habe nicht genug Platz für die Rüstung, das können wir ändern. Erstmal können wir den hier nämlich aufladen auf 90%. Charge remaining 100%. Muss ich die irgendwie bestimmt ausrüsten? Oder nicht? This must be charged before use. After the charge has disappeared. Man die ausrüsten. Nee. Bleibt im Inventar. Equip. Ja, so nicht. Aktiviert. Verdammt. Lade ich nochmal neu. Lade ich nochmal neu. So. Dann können wir, das machen wir gleich.
Erstmal das hier aufsammeln. Das aufsammeln, das aufsammeln, das aufsammeln. Die Multitools mitnehmen. Und dann setze ich mir die Rüstung gleich dann wirklich da unten rein. Ich dachte, ich wusste nicht, dass die auch wieder nur über einen gewissen Zeitraum geht. Aber dann wissen wir das jetzt. So, kann ich vergessen, dass ich sie habe. Da ist ein Switch. Was geht denn hier? Ja. Mal gucken, was passiert, wenn wir es hacken. Weil von meinem Bruder die Daten weiß ich, glaube ich, nicht. Ich weiß sie nur von unserem Chef und meiner eigenen. Von Paul. Ich vermisse dich. Von Sweetie Charity. Ich habe dir eine Nachricht hinterlassen, aber ich wollte mich nochmal melden. Es ist wirklich schwer, dich zu erreichen. Ups. Okay, das sollte man also auch nicht machen. Ah, nee, von meinem Bruder weiß ich die leider nicht. Schade. Naja. Speichern wir hier mal gucken, was man ja noch alles kaputt machen kann. Vielleicht steht das Passwort ja auch da unten drin. So, so, so. Kennen wir ja alle schon. Schon x-mal gesehen hier. Zack. Kann sagen, nimm das doch mal mit. Dann AUX eben einmal aufladen. Den mitnehmen. So. Und dann speichern wir mal. Hey, Jonum, ich hatte noch keine Zeit, dir deinen Net-Account einzurichten. Benutze in der Zwischenzeit einfach meinen. Das Login lautet Pidenten. Pidenten. Und das Passwort lautet Chameleon. Bruder. Bis bald. Jo. Also. Pidenten. Und das Passwort. Chameleon. Also nochmal. Swan Sweet Charity. Ich habe dir eine Nachricht hinterlassen, aber ich wollte mich nochmal melden. Es ist wirklich schwer, dich zu erreichen. Ich vermisse dich so sehr. Ich komme zu dir, sobald ich wieder hier bin. Ach ja, was ist mit deinem Bruder? Ist er bei dir? Warte einfach, bis du alleine bist. Dann können wir reden. Versprochen. Ich liebe dich. Von Quark Inc. Lebensmüde. Hallo Freund. Ist das Leben zu unpersönlich und schmerzhaft für sie geworden? Dann ist es nun an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Die einzige echte Entscheidung, die wir jemals treffen konnten. Die Entscheidung über den Tod. Auf einige Menschen wirkt diese Entscheidung wirklich vielleicht selbstsüchtig. Doch angesichts des rapiden Rückgangs der weltweiten Rohstoffe leisten sie mit diesem Schritt vielmehr einen Beitrag zum Wohlergehen ihrer Mitmenschen. Ein vom Kongress verabschiedeter Gesetzesentwurf sieht sogar eine einmalige Zahlung von 10.000 an eine von ihnen bestimmte Person nach ihrem Ableben vor. Tun Sie sich Ihrer Familie und Ihren Freunden also einen Gefallen und melden Sie sich in einer Klinik der Quark Inc. in Ihrer Nähe. Wir helfen Ihnen, einen Schlussstrich zu ziehen, schnell und diskret. Hochachtungsvoll, Derek Schmidt, Entwicklungsleiter Quark Inc. Von Reyes, schon eingelebt. Hey Jollum, ich wollte dir eigentlich beim Auspacken helfen, aber ich muss unbedingt diese medizinischen Analysegeräte zum Laufen bringen. Das verdammte Ding hätte mich beinahe in den Finger gekostet. Treffen wir uns später auf ein Bierchen? Jamie. Ihre Nachricht an Juan. Folgende Teilnehmer nicht erreicht. Juan. Nachricht konnte aufgrund eines Verbindungsfehlers nicht zugestellt werden. MPS X Chimps, New York, Net Bla. Teilnehmer existiert nicht. Ursprüngliche Nachricht. Ich mache mir über die Testergebnisse Sorgen. Es gibt einige Verbindungen, die ich nicht unbedingt weiter verfolgen möchte. Ich spreche mit Tracer, sei vorsichtig. Classic Movies. Mr. Denton, wir haben Ihre Bestellung von Ernte in Blau und wir sehen uns nächsten Mittwoch erhalten. Bitte überweisen Sie 110. Nach Eingang der Zahlung wird die Ware umgehend geliefert. Danke für Ihre Bestellung, Marcy Playground, Vibrant Videos Inc. So, das war einfach. Na, ich weiß ja nicht, was soll. Ach, damit kann ich es zumachen. Aber das will ich nicht. So, eingesperrt.
Ah, ich dachte schon. Wie so eine Müllpresse. Wenn ich nochmal drücke, dann kommt es noch näher. Ja, das war doch schon mal sehr ergiebig hier. Das hier scheint mir einfach nur so ein kleines Räumchen zu sein. Jo. Nur so eine kleine Abstellkammer. Das Schlafzimmer. Und was haben wir denn da unten? 350 Credits. Schön. So, hinlegen und schlafen geht leider auch nicht. So bis zum nächsten Morgen. Das wäre nochmal was. CIA-Bericht 2050, Hongkong. Wirtschaft. In den Jahren seit der Rückgabe Hongkongs an die Volksrepublik China hat sich die Wirtschaft der Stadt aufgrund der Stärkung der chinesischen Zentralregierung äußerst ordentlich positiv entwickelt. Beflügelt durch den Aufschwung der Human-Implantatstechnologie ist das Bruttoinlandsprodukt Hongkongs seit 2041 kontinuierlich gewachsen. Alle Statistiken deuten auf ein Anhalten dieser Entwicklung über dieses Jahrzehnt hinaus hin. Allerdings liefern die Statistiken kein wirklich exaktes Bild der wirtschaftlichen Situation Hongkongs, da der blühende, von der Regierung in Peking zumindest geduldete schwarze Markt in den Erhebungen nicht berücksichtigt wird. Während die Unterdrückung politischer Meinungen in China weiterhin ein nicht zu unterschätzendes Problem ist, entwickelt sich nun auch das organisierte Verbrechen zu einer ernsthaften Bedrohung. Für Geld bekommt man in Hongkong heute alles. Viele kriminelle Vereinigungen lassen sich zu den Triaden zurückverfolgen, die in China und Südostasien seit Tausenden von Jahren aktiv sind. Ach, erstmal schön duschen, bekleiden und so. Wie geht's? Sehr schön. Schrank sind nur Klamotten. Na gut. Ja doch, da waren wir. Und dann haben wir jetzt, glaube ich, auch alles hier entdeckt. Das hat sich doch mal gelohnt. Thanks. Das hat sich mal richtig gelohnt hier im Hotel. Huch, hier. Dann noch ins Krankenhaus. So, seid ihr jetzt hier fertig eigentlich? Die sind immer noch am Kämpfen. Oha. Ich bin mal weg. Hier geht's runter. Yes. Password? Open up. I'm a federal agent. Das hat gewirkt. Oder auch nicht. Nee. Hier kommen wir nicht rein. Ist auch die Frage, ob wir da überhaupt rein wollen. Das ist, wo wir gekommen sind, nämlich die U-Bahn-Station. Hier liegt ein Toter. Candy Bar. Okay. Oh, kann ich genug Platz für die Bioelectric Cell? So. Und die Biocell. Aber die kann ich jetzt auch noch nicht einbauen, denn 20% bringt die, glaube ich, oder sogar noch mehr. Und ich habe jetzt schon 90. Das lohnt sich einfach nicht. Tja, wo ist jetzt das Krankenhaus? Das sieht mir nicht nach Krankenhaus aus. Nicht wirklich. Da hinten ist auch schon wieder ein Typ, der mich jetzt gesehen hat und denkt, was? Oder ist das da hinten, wo die Schießerei war, ist da das Krankenhaus? Talk to one of the guys in green. Your net goes running the show today. Tja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Die Bar hatten wir ja. Hinter der Bar waren wir auch schon. Krawankenhaus. Sieht mir ja nicht so nach Krawankenhaus aus. Das war ja auch nicht das Krankenhaus.
Dahinter ja auch nicht. Tja. Aber sie haben hier aufgeräumt. Dann ist... Ja, das scheint das Krankenhaus zu sein, würde ich fast sagen. Zack. Bioelectric Cell. Okay, davon kriegen wir jetzt ja doch einige. Oh, Tranquilizer Darts. Das ist doch auch was. Munition. Munition. Oh, da hinten sind wieder ganzen bösen Terroristen. Dann gehen wir erstmal hier rein. Vorher speichern. So, da ist die Kiste, aber hier sind vielleicht auch erstmal noch Leutchens. Das Risiko nehmen wir mal eben ein. Hab ja gespeichert. Noch ein Bioelectric Cell. Ich kann hier ein Türmchen bauen. Nein. Doch. So. Da ist ein Security. Das würde ich gerne mal eben ausprobieren. Ja. Nee. Kann ich nicht ausprobieren. Schade. Aber ich kann zwei Multitools benutzen. Womit ging denn das? War das nicht das Ding da? Ich dachte, das hier wäre das. Nee, das waren Nano-Keys. Sachen, an die ich mich wieder nicht erinnere, wie das funktioniert hat. Wie kann ich nochmal die Multitools benutzen? Da sind sie doch. Ja, also siehst du, da lernst du auch mal was. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, ich hoffe, das hat sich jetzt mal gelohnt. Oh, ein Augmentation Upgrade Kanister. Hui. Ist bestimmt super. Dann können wir den jetzt hier aber mal... ...droppen. Dann kann ich den jetzt hier upgraden. Von Nahkampfwaffen ist... Ja, das ist sogar ganz gut, dass die Effektivität von Nahkampfwaffen nochmal erhöht ist. Die benutze ich ja zurzeit. Das sollte ich vielleicht dann auch häufiger mal einsetzen. Mit F6. Das sollte ich dann vielleicht wirklich mal häufiger machen. Jetzt habe ich ja... Nein, konnte ich nicht, China. Das ging leider nicht. Hätte ich gern gemacht. Aber. Nö. Achso, und wir haben jetzt so oft XP gekriegt. Dann wäre es vielleicht auch nochmal ganz gut, hier in die Skills zu gucken. 2700 haben wir jetzt. Computer. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht vielleicht doch nochmal auch in diese Richtung gehen sollte. Ich könnte jetzt Computer 3 machen. Das wäre dann das Maximum. Jedoch nicht. Man wird belohnt, weil man sich umsieht. Da sollten sich so einige Spiele was von abgeguckt haben, ja. Nee, dann warte ich, glaube ich, nochmal. Weapons Low Tech. Accuracy, Damage and Rate of Attack. All increase slightly. Das ist natürlich auch nett. Von Nahkampfwaffen wie Messer, Swords, Guns and Prods.
Aber der Baiten zählt da nicht mit rein. Heavy. Nee. Mini-Crossbow verbessern. Rifles, Sniper-Rifles und Shotguns. Demolition. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was hier als nächstes Sinn machen würde. Aber eigentlich würde ich das ja schon ganz gerne auch hochkriegen. Warten wir noch mal ein bisschen. Ein Flammenwerfer. Ja, schön. Na, jetzt habe ich genau deinen Quicksave gemacht, als er hier gewechselt hat. Sehr schön. Watch for lambs. I'm picking up sonic transducer activity. I'm sending you a satellite image that should help you plan your approach. Autsch, ja, da sind viele. Und das hier scheint das Krankenhaus aber noch nicht zu sein, aber ich wüsste jetzt auch nicht genau, wo das Krankenhaus sich verbirgt. Das hilft mir da auch nicht weiter. Hintereingang zum Hauptziel, ja gut. Sollte die Fabrik sein, ja. Was meinst du? Gehen wir dann nochmal woanders lang, Ozzel? Oder machen wir dann hier weiter? Ich wüsste jetzt nicht, wo das Krankenhaus sein sollte. Da sollte ich ja eigentlich mich nochmal umgucken. Wenn wir zurückgehen, die Klinik und so abchecken. Ja, aber die Frage ist, wo ist diese Klinik? Klinik. Syndrome Renton suchen. Die muss dann ja in diese Richtung sein, die Klinik. Weil woanders. Assault Rifle brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube, man muss sich dann halt schon auf die Waffen festlegen, die man benutzen möchte. Sind hier noch Kisten mit Zeug. Okay, also ich glaube so diese Munitionsknappheit, die ich am Anfang hatte, ist dann später nicht mehr so da. Free Clinic, yay! Frage, ob die hier auch wieder... Es ist hilfreich, sie zu spezialisieren, aber da muss man natürlich sich dann auch erstmal entscheiden, wie man sich spezialisieren möchte. I heard a lot of shooting outside. They told me to come in here.